So, der offizielle Teil ist nunmehr beendet, die Eröffnung unserer zweiten Ausstellung. Und nun lade ich Sie ein zu einem kleinen Rundgang durch Rudow. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns noch etwas begleiten. Ja, wir sind jetzt hier im Alten Krug. Ich darf den Wirt des Alten Krugs vorstellen. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit mal bedanken, dass wir hier unsere Sitzung an jedem ersten Dienstag im Monat durchführen dürfen, in dieser historischen Umgebung hier im Alten Krug. Früher ein wichtiger Standort hier in Rudow. Hier wurden früher teilweise die Pferde ausgewechselt. Hier wurde gerastet und hier rasten wir heute. Ja, Sie sind jetzt seit 1986 ja hier Wirt, Herr Bernd wieder. Ja. Vielleicht können Sie noch mal Revue passieren lassen, welche Wirte so seit der ersten festgehaltenen Erwähnung hier vorhanden waren. Ja, ich darf vielleicht kurz nochmal sagen, dass wir eben, wie der Name des Kruges schon aussagt, zum Alten Krug eine recht alte oder sehr alte Gaststätte ist und der Krug zum ersten Mal um 1635 registriert war. Und es sind circa 25 Wirte jetzt hier drin und ich bin seit circa 3 Jahren Besitzer. Und wir haben eben Altberliner, altdeutsche Küche, angefangen vom Eisbein eben bis zum Kassler und. Und ich hoffe natürlich, dass das weiterhin so bleibt und dass wir das weiterhin auch die alte Stammkundschaft immer so diesem Essen beipflichtet. Ne? Ja, dann darf ich nochmal mich recht herzlich im Namen auch des Vereins für das Gespräch bedanken, dass wir hier so eine Aufzeichnung über Rudow machen können. Und bedanke mich für die Mitwirkung. Freue mich natürlich recht herzlich und sage ebenfalls recht schönen Dank. Ja. Prost. Prost. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Ende der Prirosser Straße im sogenannten Winkel. Hier haben wir einige schöne alte
Bauernhäuser und auf der anderen Seite gegenüber den alten Paul-Gerhardt-Saal, den alten Gemeindesaal. So, jetzt befinden wir uns in der Prirosser Straße, in der Mitte der Prirosser Straße. Die letzten Markthändler bauen ihre Stände ab. Und wir haben vor uns das alte Yachtschloss mit seinem Geweih und in dem die Historie nagt. Es hätte einen geheimen Gang bis nach Köpenick. So, jetzt stehen wir hier vor der Gaststätte zum Lindenpark. Hinten auf dem Hof haben wir den Lindengarten, eine sehr schöne alte Anlage mit altem Baumbestand. Auf dem Hof selber ist noch die alte Schießanlage der Schützen, die hier bis zur Erstellung ihrer eigenen Sportanlagen hier ihr Domizil hatten und viele Wettkämpfe austrugen. Auf der Ecke sehen wir das älteste Rudower Haus, das unter Denkmalschutz steht, das alte Bauernhaus. So, hier stehen wir auf dem Gelände der katholischen Kirche und erinnern uns daran, vorm Neubau dieser Kirche war hier die kleine alte katholische Kirche und das alte Kloster der Ursulinen. Das heißt, es war quasi eine Ausbildungsstätte von jungen Mädchen.
Vor uns sehen wir den modernen Glockenturm der Kirche. Und wollen wir uns dann über Altrudow noch weiter bewegen. So, jetzt stehen wir an den Gleisen der Mittenwalder Eisenbahn. 1900 wurde Rudow durch die Mittenwalder Eisenbahn erschlossen. Von hier aus konnte man nach Mittenwalde oder zur anderen Richtung, zur Hermannstraße, mit der Mittenwalder Eisenbahn fahren. Wir stehen hier in der alten ehemaligen Bahnhofstraße und am alten Rest vom Bahnhof Rudow. Wir befinden uns jetzt hier auf der Brücke über das Vlies, Rudower Vlies, den alten Luchgraben. Richtig, wie der Herr Binz, ja. Mein Gesprächspartner, immer wieder darauf hinweist. Denn nach altem Sprachgebrauch in Rudow ist das nicht das Rudower Vlies, sondern der Luchgraben. Aber Sie sind ja in Rudow groß geworden und können so einige alte Episoden aus Rudow erzählen. Ja, wissen Sie, wir sind als Kinder, haben wir mal versucht, den Rudower Luchgraben zu erkunden. Und zwar wollten wir mal sehen, wo fängt der Rudower Luchgraben an. Wir sind bis Klein-Zieten gekommen, bis Groß-Zieten gekommen und dann hat sich der Luchgraben aufgelöst. Früher war der Luchgraben das Wasser so sauber, dass wir als Kinder sogar drin gebadet haben. Was ich heute keinem mehr raten möchte, denn heute würden nur noch Knochen rauskommen und kein Fleisch mehr dran. So verschmutzt ist der Graben. Leider ist der Luchgraben auch mit Beton so ausgelegt, dass keine Fische mehr drin waren wie früher. Da hatten wir kleine Stekerbutzen gehabt und Frösche und Kaulquappen und alles Mögliche. Was heute natürlich nicht mehr ist, leider ist die Umwelt jetzt so voll fortgeschritten, dass wir damit nichts mehr anfangen können mit dem Luchgraben. Wir stehen ja hier auf den Gleisen der Mittenwalder Eisenbahn und Sie hatten neulich mal erzählt, dass Sie auch im Winter hier so einige kleine Streiche hier in Rudow durchgeführt haben. Ja, wir haben hier aufwärts in Richtung Mittenwalde, da haben wir links und rechts der Bahn ein Sumpfgebiet und das war früher für uns Kinder ein Tummelplatz gewesen. Zum Schlittschuhlaufen, Schlittenfahren und so weiter. Und wenn wir den Zug am Bahnhof Rudow gesehen haben, das war für uns so faszinierend, dass es immer hieß, so jetzt müssen wir eine Mutprobe machen. Und zwar ein Beispiel, es hat sich jemand auf ein Schild von der Kleinbahn raufgesetzt und wollten sehen, na, bleibt der oben oder bleibt der nicht oben. Leider haben die das vom Bahnhof aus beobachtet. Der Zug kam an. Aus der Lokomotive kam ein Eimer Heißwasser raus. Der junge Mann, der da oben drauf gesessen hat, gewackelt, hat sich aber gehalten. Beim letzten Wagen, da kam ein Eimer Kaltwasser raus und dann war es aus gewesen, dann lag er im Schnee. Anschließend waren wir so gut gewesen und wollten den jungen Mann trockenlegen, auf Deutsch gesagt, haben natürlich auf dem Eis Feuer angemacht. Der Enderfolg war, wir saßen alle drin, wir waren alle nass. Und können Sie sich vorstellen, wo wir nach Hause gekommen sind, was uns da geblüht hat? Wenn ich noch ein anderes Stichwort habe, wenn wir dabei sind, so bei kleinen Anekdoten. Hier war ja viel landwirtschaftliche Fläche, es wurden Kartoffeln auch angebaut. Und da war da noch irgendwie was mal. Ja, wir Jungs waren meistens mit Größeren, die 2 Jahre älter waren wie wir, zusammen. Und neben den Gleisen war ein großer Kartoffelacker, der abgeerntet war.
So, jetzt hieß es, wir wollen noch mal sehen, ob wir die Mittenwalder Kleinwand zum Stehen kriegen. Der Enderfolg war, wir haben wie die Ameisen gearbeitet, haben Kartoffelkraut auf den Schienen gepackt und haben es anschließend versteckt und haben nur gewartet, was wird jetzt werden. Der Enderfolg war, die Eisenbahn musste anhalten, sie mussten das wegräumen, bloß wir haben leider nicht mitgekriegt, dass hinter uns die Polizei gekommen ist und wir den Hosenboden ganz schön stramm voll gekriegt haben. Ja, dann möchte ich mich nochmal dafür recht herzlich bedanken für diese Anekdoten und hoffe, dass Ihnen dieser kleine Rundgang durch Rudow gefallen hat. Sollten Sie auch Interesse haben, in dem Verein, für den Verein mitzuarbeiten oder einfach nur mal reinzuschauen. Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Alten Krug. Wenn Sie Informationen haben möchten, können Sie mich unter der Rufnummer 662 3662 anrufen und mit mir einen Termin vereinbaren.